Es ist heiß, es blubbert mit Lava und unser Durchmarsch ist absolut on fire. Wir, Bjarne und Sascha, machen weiter mit dem, hi Sascha, mit dem dritten Trainer hier der Pokémon Top 4 bei dieser Fatal Lock Challenge. Oh, ja, genau, Bruno, der Bärenfetischist. Sein Arsch. Ja, im Nachwuchsverschnitt geht's jetzt endlich weiter. Die nächsten zwei Trainer und dann ist es endlich Zeit für den Poké-Champ. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, es hat sich wirklich gelohnt, unsere Pokémon zu trainieren. Wir sind nicht ganz so hoffnungslos wie beim letzten Mal. Ach ja, genau, Smogmog. Ich erinnere mich. Eigentlich Polygon verstecken können, aber egal, der Lad macht das. Ja, Hamburg geht immer. Weil eigentlich müsste doch Smogmog jetzt voll explodieren. Ja, theoretisch. Und so und na gut. Ja, genau. Aber Flammenwurf ist so eine geile Attacke. Selbst wenn sie nicht effektiv ist, macht die so viel Schaden. Ja. Vor allem er ist noch ein Level höher als wir. Ja, eben. Das war klar. Ach, sein Arschloch. Ja, das ist explodiert. Ich hab's dir gesagt. Ein bisschen verspätet. Ja, sein Arschloch. Reicht es? Oh. Ja, Finale ist immer geile Scheiße. Nix, alles weiß. So, Ja. Aber eigentlich eine geile Attacke, für wenn dein Pokémon eigentlich schon am Arsch ist. Eben. Ich nehme jetzt einfach mal Husche, ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Gegen... Antimus, ja gut. Ja, hot. Nimmt sich ja nur nix. Nee. Ja, obwohl, die hätten wir da Romy nehmen sicher, oder? Ja, deswegen, aber... Okay. Wir halten uns Romy mal für was anderes. Ja. Romy war noch gar nicht am Start, stimmt. Eben. Deswegen, wir unsere Geheimwaffe quasi. Für harten Teilen. Wie letztes Mal. Ja. So, Psystrahl. Ja, auch mit dem Scheiß. Gibt alles nichts, gibt's auf, gesetzt schon auf Bruno. Das hat keinen Sinn. Ja. Blöde ist jetzt mit Arctos, wenn das jetzt unser. Oh geil. Das jetzt unser Blatt weg ist, aber vielleicht mit Schock. Wegen Flug und so. Ja. Mehr können wir nicht tun. Ja. Umushu ist auch gleich Level 41, sehr schön. Eigentlich ist es das schon. Ja, eigentlich schon. Zwei. Ich hab mal gar keine Lücke mehr gesehen. So. Ja. Donnerschlag war. Ja. Wir müssen echt nochmal Kreideschrei benutzen. Das stimmt, das hätte zu geile gemacht. Attacke. Na gut. Oh. Oh, das ich seh's doch, ich seh's kommen. Nee, doch nicht. Ich seh's kommen. Oh ne, ist nicht passiert. Einfrieren. Ah, oh, cool. Damit hatten wir auch viel Spaß mit dem scheiß Einfrieren-Zustand da. Das, oh, nee, das macht auch Spaß. So, Kleinstein. So, ja, Kleinstein. So. Dann kriegt Mushu jetzt endlich auch sein Level ab. Eben. Ja, ich seh's schon kommen, Finale. Ach stimmt, die können das vom Level 46, ey. Kleinstein. Der stärkste ist einfach Level 46 und Kleinstein. Ich find's irgendwie interessant. Ja. Was hat denn der eigentlich für Pokémon? Weißt du das aus dem Kopf? Ich glaub Kampf. Ich glaub so Machok und so. Nicht Machok hier, Machomai hier, letzte Entwicklung und so. Ich glaub so eine Art Nokshan und so. Ah. Ich glaub auch ein Stalos, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Rizor, perfekt. Ja, Mushu, das ist dein Trainer ist es hier. Was ist der Alleingang? Geile Animation. Der Reflektor schwindet, der genau und tschüss. Und wer es noch nicht wusste, Rizoros war das erste Pokémon, was je designt wurde. Echt? Hab ich mal gelesen. Beziehungsweise ist es halt auch so, das hat die allererste Nummer irgendwo in irgendeinem Index oder so. Aha, interessant. Auf jeden Fall ist jetzt tot. Und es gibt ja auch in den ersten Spielen noch immer diese Statuen und das sind immer Rizoros. Diese Pokémon-Liga und so. Stimmt. Das ist immer Rizoros. Stimmt. Aber bei Pokémon-Liga, wir sind gleich durch mit der Pokémon-Liga. Ja. Letzte Trainer vor dem Champion, Wir brauchen einen Kleber für Lad, aber sonst. Das sieht immer so gut aus danach, das freut mich. Aber jetzt wird es interessant, weil jetzt wissen wir bei ihr nur, ich glaube zwei. Ich glaube Macholo hatte sie und ein Alpollo. Genau, den ersten haben wir irgendwie geschafft, dann kam Macholo, nicht Macholo, Doch, Macholo. Ab. Alpollo war der nee, erste, klar. Der hat sich selbst umgebracht. So, genau. Genau. Und den zweiten haben wir dann nicht mehr geschafft. Macholo war zu hart. Karateschlag. Ich hab's ja nicht mal versucht, das hat ja auch wirklich keinen Sinn mehr gemacht. So. Zwei
reicht eigentlich. Oder ich würde nochmal weicher machen, vielleicht bei Mischu. Ja. Das ist smart. Weicher ist echt eine gute Attacke. Das ist cool, ja. Ja, also so ein Shania ist eigentlich echt nicht schlecht. Wenn sie entwickelt hätte, wäre es um einiges besser. Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch. Hier. Ja, vielleicht sieht man es ja mittlerweile. Ja. Gut, Nummer 4, auf geht's. Warte, Apollo kommt. Also nehmen wir Romy. Es ist Zeit. Bei Nummer 4 kommt Romy endlich. Ja, Melanie, Nummer 4 der Top 4. Hahaha, witzig. Ja, komm, sprich schneller. Ja, ich kann's mit dir aufnehmen. Ja, wir amüsieren uns mit dir. Auf geht's. Wir haben so viele Items noch, so viel AP. Also der Schelm, am Ende hat der Schelm nur Raupis. Wir haben es immer wieder beschrien. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat nur Raupis. Und zumindest eins würde mir ja schon reichen. Wenn ein Raupi kommt, ist Sascha glücklich. So. Der Biss und so die... Ah, der macht den Scheiß wieder. Aber wir tauschen Romy am Ende dann auch einfach aus, dann passt das. Ja, wenn Biss ihn jetzt nicht einfach kaputt macht. Haha. So einfach geil. Geht das. Der Opener quasi hier wurde gleich getötet. Ne. So. Mach Holl oder kommt der eh, Polygon ist Psycho gut gegen den Kampf? Ne, oder? Ne, oder? Doch. Doch. Ich weiß, oder? Ich weiß nicht. Robert meint sowas immer. Ich hab keine Ahnung. Ich bin sicher. Oder war es neutral? Aber Psycho ist oft gut, aber komm hier, Flügelschlag. Ja, Psycho ist grundsätzlich gut. Eben. Außer gegen Unlicht. Ja. Ja. Stimmt, Polygon haben wir auch noch nicht eingesetzt. Nee. Also wenig das eigentlich. Das ist ja wohl gerade Blasphemie schlechthin. Was? Dass er gegen den Glurak Geo angriff, was er nicht erlernen kann, aber in der Serie einfach kann. Stimmt, ja. Oder im Anime. Da war ja was. Er kann es nicht erlernen, ne? Ja, ich glaube nicht, nee. Unglaublich. Sehr also, schön. Das kommt Korazin. Ja, komm, Schock. Was ist das denn? Das ist Wasser. Wasser wusste ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wie es aussieht. Diese Koralle. Ja, genau. 47. Okay, jetzt wird's aber schon hier serious shit. Das ist wahrscheinlich sein, was... Haben, sehr wahrscheinlich. Das ist doch wahrscheinlich das, was eigentlich das letzte ist bei ihm, ne? Ja. Irgendwie die stärkste von denen sind immer irgendwie nice, so die schwächsten Pokémon so vom... Ja, das ist Glück für uns. Jetzt stell dir mal bei Level 47, keine Ahnung, Arctos vor. Ja. Ah, Donnerstag haben wir noch 5 Mal, müssen wir aufpassen noch. Ja, aber wir haben ja auch noch Kreideschrei. Ja, das stimmt. Sollen wir uns für den Champ auf jeden Fall. Wollen wir für den Champ einfach mal Schock nach vorne tun? Und Kreideschrei benutzen? Wir müssen Schock jetzt immer lassen. Gegen? Mach ich auch, mach mal mit Kreideschrei jetzt. Targetic. Süß. Wie überlebt das? Oh, der Sound, ey. Gut. Oh, Risiko-Tackle ist eine Scheißattacke. Ja. Ah, oh. Geil. Hat er gemacht. Du musst es killen. Komm, jetzt ein Donnerschlag. Ja, komm. Jawoll. Das müsste doch eigentlich jetzt durchgehen, oder nicht? Oh, scheiße. Oh, hat er so viel, Verteidigung in Targetic? Ja. Scheiße. Na egal, hab's so wild. Polygon will ich mir noch aufsparen. Nee. Ist nicht. Hat einfach. Ein Flammenwurf geht immer. Ja, das stimmt. Gegen Flug? Oder? Ja, guck mal. Wir haben nur zweimal Flammenwurf eingesetzt. Ja, also bis jetzt sind wir echt gegen Arctos zweimal und sonst nicht mehr. Krass. Oh, Volltreffer, sehr schön. So, was hat's denn noch? Einen noch. Fleckmon, naja. Fleckmon. Na, jetzt mal Schock noch gebraucht, aber. Nimm mal. Weiß ich nicht, muss schon befliegen. Ja, komm. Ah, nee, der kann ja gar nicht fliegen. Lade. Das mein. Der ist auch gerade schon geschwächt, Mushu nicht. Da können wir noch mehr da schwächen lassen, einfach. Nicht so schlimm. Zack, fliegen. Ich meine, Fleckmon kann ja nicht schneller sein als Wichtel, das ist nicht möglich. Aber Mama eigentlich nicht Romy eingesetzt. Fleckmon ist doch Psycho. Stimmt. Wird's ja am Wasser gedacht. Das auch für Roman. Ja. Guck mal, es hat ein bisschen mehr gebracht. Ja, aber jetzt ziehen wir das durch hier. Flieg hoch empor. Ja, guck mal, das kannst du dir aber an, hier hinstecken. So. Oh. Ja, oh, Crit. Cool. Sehr schön. Reicht Blut, oder? Ja, den.
Meinst du? Er ist 4 Level höher. Ich sag ja. Jetzt gehen wir jetzt. Also mittlerweile werden wir echt cocky hier. Wir sind fies, wa? Ach, guck mal. Ah, voll geil. Daran darfst du nichts sagen hier. So, das ist gut. Was wir jetzt besiegt haben, das Gute daran ist, dass wir erst 10 Minuten in der Folge drin sind. Das heißt, vielleicht wird diese Folge ein bisschen länger. Aber die Zeit haben wir ja. 5 Minütchen. Oh, hier ist ein wirklich begabter Pokémon-Trainer mit dem Lieblings-Pokémon. Ich mag den Style. Sehr schön, danke, danke, danke. Schreite voran, der Champ macht es gut. Na, gleich. Erstmal. Hell. Wer ist gestorben? Schock, wa? Ja. Ja, Schock. Und den Rest, den drücken wir einfach beiden eine Limo rein und fertig ist, oder was? Ja, ich warte mal den dreien. Wir lassen mal. Wir können mal so viel noch. Hier, wie wir Audikan noch. Wenn er mal tanken. Wie viele Limos haben wir denn noch? Damit es noch 19. Ja, perfekt, dann kann ja jeder eine kriegen und fertig ist, wa? Dafür, dass wir nur einen Trainer haben. So wie kann man gar nicht im Kampf einsetzen. Ja, genau. Dann macht es eh keinen Sinn mehr. Aber gut. Vielleicht brauchen wir die ein andermal, wisst ihr nicht. Stimmt, danach kommt ja noch die ganze Kanto-Region, aber das wissen wir alle schon. Gut, auf geht's zum Pokémon-Champ. Das sind aber Dratinis, oder? Dratini, ja. Na gut. Guck mal, roter Teppich für uns. Ja, nur für uns. Gott, was lang. Was steht da? Oh, auf geht's. Mehr bewegen. Siegfried, ich habe dich erwartet. Da ist noch Gold. Gold. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind dir fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, gelogen, nehme die Herausforderung an. Das ist ein Lügner, ist der Randomizer-Meister vielleicht oder irgendwie sowas. Der Randomizer. Oh, 6. Clock, Clock. Die Musik. Die ist cool. Tauros. Oh, Tauros. Wir lassen kurz die Musik noch tempern. Das ist geil. Ist gut. Episch. Auf geht's. Dass wir so weit mal kommen. Ja, wir stehen jetzt hier. Achso, wir wollten ja Schock eigentlich. Ja, egal. Ja. Komm, Romy, das ist dein Einsatz jetzt hier. Komm, nimm Biss, das kann doch nicht schlecht sein, oder? Ja, guck mal, trifft nicht. War sein Start für Siegfried nicht. Oh. Ah, okay, komm, trotzdem. Wir haben, das Ding ist, jetzt können wir ja auch, wenn wir Bock haben, mit Biss spammen. Wir haben ja genug davon. Guck mal, wir haben ja über komm, 20. Schreck zurück. Schreck zurück. Ja, er fängt ja da an. Das komm, ja, Fruchtklasse, scheiße. Oh. Okay, jetzt normal noch, ist egal. Ja, das halten wir aus. Komm, Romy, das kannst du. Komm, Schreck zurück, Schreck zurück, Schreck zurück. Gehen wir jetzt einmal. Alter, was ist denn das? Jetzt geht's. Oh, das ist sehr ballsy. Ah, zum ersten Mal zu viel Balls gehabt. Zum ersten Mal zu viel Balls gehabt. Ja, ja, guck mal. Natürlich. Reingehauen wie sonst was. Egal. Nee, Polygon, lass mal. Schock würde ich sagen, dass wir schon nächsten mit Kreideschreiber benutzen können. Ja, mach jetzt fertig. Wenn jetzt ein Krampf, Kampf, ein Krampf sei schon, Trank einsetzt, meine Güte. Krampf hoffentlich auch. Ja. Ja, so, 41. Ich aufheben für krasseres. Sonnenkern! Ja, komm, da kannst du auch. Da kannst du eigentlich also, jeden kommen, einsetzen, glaube ich. Ja. Der ist safe Egelsam, ich sehe es doch schon kommen. Also mittlerweile sind wir sehr an deinem Raupi dran. Ja. Ist ähnlich, die Farben sind vor allem auch ähnlich. Ja, und ich glaube, es ist genauso nutzlos. Ja. Ich glaube sogar, Sonnenkern ist sogar schlechter von den Basiswerten. Ich glaube, das ist das schlechteste aller Pokémon von den Basiswerten, glaube ich. Geil, das ist dann Pokémon-Champ. Das natürlich. Das brauche ich eigentlich. Sandan. Sandan ist ja auch easy. Ja. Also, er hat noch kein richtig böses Pokémon gehabt. Wie ist der Champ geworden? Na gut, kann er noch kommen. Ach, stell dir mal vor, also wenn das jetzt alles normal jetzt wird, nicht Randomized, hätte er einfach tausende Dragorans und so in dem Level, das ist schon krass. Ja, das ist böse. Vor allem Drache ist ja in der Edition wirklich noch extrem OP. Ja. Da geht nur Eisendrache selbst, man hat sie das noch. Ja, genau.
Und vor allem kein Feen-Pokémon. Ja. Gibt's ja. Eben. Sehr schön, wer kommt jetzt? Oh, Apollo? Ja, da kommt ja Rumi zum Zug, wa? Ja. Ah, ne, das hat gut. Ups. Schock, oder? Nee. Jetzt überlege ich gerade Geist. Psycho auf Geist. Ja, die Lad- und Flammenwurf reinknallen, das geht immer. Ja, komm. Das Level. Oh, gut, das ist gut. Ja. Ist dies dein sein stärkstes? Das war wirklich. Dein stärkster ist jetzt Sonnenkern. Ja, bisher. Ich glaube, es ist 50. Das wird dann wohl noch kommen. Ja, was auch immer das sein wird. Ja, guck mal, der Flammenwurf geht einfach immer. AI. Das ist ja, awesome. Egal. Egal, das ist. Wir haben noch genug in der Hinterhand. Komm. Nimm, ich will den. Oh, los geht's. Der Flügelschlag nicht physisch. Kann auch physisch sein. Nachtnebel zieht genauso viel ab wie die KP, wie das Level, sorry. Ach, dann machen wir Glut oder was? Nochmal Flammenwurf. Wir haben genug Flammenwurf übrig, warum nicht benutzen? Komm, Lad. Komm, Lad. Aha. Ach, geht scheiß. Okay, müssen wir halt. Okay, den haben wir noch. Aber wir greifen in jedem Fall immer zuerst an. Oh, das okay, das, halt. Ja, komm. No risk, no fun. Ah, jawoll! Geil. Hat sich getroffen, das wär's. Ja. Ja, guck mal, das ist genau das, was. Der Champ-Kampf, da muss man auch mal ein bisschen. Ja. Spannender. No risk, no fun. Sowas kommt jetzt. Sportler. Das ist. Ah, das ist dieses komische Viech, ne? Ist das nicht auch Gestein? Ja, ich glaube schon. Mhm. Komm, Mushu. Ist das schon der stärkste? Nee. Nee. Okay, er setzt echt sein Stärkstes zum Schluss ein. Dann raubt einfach kommen. Ich hoffe es einfach. Das wäre so ironisch. Hätte man nicht sogar in der Randomizer App einstellen können, dass da das Pokémon kommt? Kann man das? Ich weiß es gar nicht. Das hätten wir vorher machen sollen, dass wirklich das letzte Pokémon vom Champ Raub hier ist. Also und dann so voll hier. Ja, Wrestling. Oh. So voll surprised. Oh mein Gott, das ist ein Raupi. Das wusste ich ja gar nicht. So, Skorgler ist weg. Sascha? Ja. Pokémon. Jetzt geht's um alles. Putops. Oh! War der nicht Gestein im Wasser? Genau. Also Schock schon deswegen. Mal. Ja, jetzt mal Pflanze gebrochen. Jetzt! Ich brauche mir gesagt. Am letzten Pokémon, ja gut. Der stimmt. Ja, nochmal. Einmal heute auftreten darf. Gut, ob es nicht schlecht. Ich kacke. Ich wollte gerade sagen, also. Schon. Müssen wir aufpassen. Ja, gut. Süßroll oder was? Oh. Weißt du, was wir sonst zum Zweifelsfall machen? Kreide schreien ein paar Mal. Ja. Dann geht doch gar nichts mehr. Oh, ist der ein Assi. Ja. Unsere Taktik beim letzten Mal. Ja. Ja. Jetzt der Schlitzer hinterher. Oh, das wird wehtun. Oh. Das ging noch. Ja, voll. Komm, voll. Bitte. Ich dachte, das wird weniger tatsächlich. Dass er 10 Level echt? Runter ist. Stimmt. Aber so sind wir nicht unterlevelt, da wir haben ja einen mit Level 50. Ja, stimmt. Oh, Volltreffer. Oh, ja. Das hat reingehauen. Ja, ja, das ist vorbei. Oh. Musste also kommen. Ja, würde ich sagen, dann, wenn er jetzt noch verwirrt, dann wechseln wir und nehmen Kreideschrei. Ja. Ja gut, das ist ja mit Schock. Aber es ist ja trotzdem, Kreideschrei ist ja... Wirkung dann mit dem Elektro. Aber Kreideschrei ist ja ein normaler Attack, oder nicht? Na gut, das stimmt. Ja, kann man ja austauschen, stimmt. Er kann den anderen dann nicht mehr austauschen, zum Glück. Ja. Hat er keine Wahl mehr. Komm, das hältst du aus. Ach klar. Oh, okay. Doch nicht. Kann einmal. Ernsthaft ist halt offen, opfern wir Schock, das ist ja nicht schlimm. Der versteht das. Ja. Tschüss, Schock. Hast du toll gemacht. Schade eigentlich. Aber dafür hat er jetzt extrem schwache Verteidigung. So, wen setzt man da jetzt ein? Wer ist denn jetzt physisch? Mushu kann den Megakick. Ja, stimmt. Kampf auf Stein ist aber auch nicht geil, oder? Nee. Don't die, don't die, don't die. Und? Oh? Kannst du machen. Oh. Aber trotzdem Kreideschrei, ne? Ja. Komm,
mach einfach noch. Ja, egal, ja, komm, hau rein. Ja, wenn das ein Volltreffer wird, dann. Dann war's das, ne? Oh. Gut. Warte, lass uns irgendjemand heilen. Lass uns irgendjemand heilen, der ist schneller als wir. Wir heilen das einfach schnell. Komm, top Genesung reinhauen. In? Wer kann okay. Irgendwas schneller? Achso, ja klar. Easy, ja. Letztes Mal nochmal, an dem Mega-Kick ist leer, dann letztes Mal einfach ja, irgendwas anderes, einen Drachenboot von mir aus, weil das zieht ja eh immer 40. Ja, das ist immer safe. Reicht eh. Ja, gut. Und damit war's dann. Mit einer Drachenattacke besiegen wir ihn, ist das nicht irgendwie... Ja. Nein, nein, vergiss es. Das ist scheiße. Ja. Ah, das war's, Sascha. Zium. Was ist passiert? Das ist das eindrückende Moment. Ja, Clark Joe wurde besiegt, hat irgendwie gemacht. Ja, das ist ein seltsames Gefühl, wa? Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Was ist das denn? Glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Wie episch. Wow. Okay, du bist sehr stark geworden. Gold. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Na gut, ich würde sagen, fuck off und... Who the fuck is Margaret? Oh nein. Oh nein, alles ist vorbei. Also, ja, du machst, ne, du darfst. Okay. Oh nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst, was will der denn jetzt hier? Ah, Gold, das ist schon lange her. Du siehst da erhaben aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinen Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie das durchstehen lassen. Glückwunsch, Gold. Schön. Ein Interview mit dem neuen Champ. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Gold, kommst du mit mir? Ah, oh, schnell weg. Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Ist doch blöd. Aha, sieht das völlig aus. Okay. Oh, sieht da aus. Sexy hier. Und die Musik. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champions. Eines Trainers, der für Leidenschaft, Vertrauen und seine... Jetzt bist du zu schnell für mich. Und ein Trainer, der für Erfolg und Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Er hat seinen Text vergessen. Ja, er ist verwirrt, ist betrunken wahrscheinlich. Der neue Liga-Champion, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Gold. Darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Nein, das bin ich selber! Einfach nein, dann ist das schon. Nein, kann man Nein auswählen? Ach, wir werden erstmal geheilt, ist ja nett. Speichern. Boah. Okay, wir halten die Fresse. Professor Eich ist nicht zufrieden mit uns. Aber gut, wir verabschieden uns jetzt. Und geben euch den Abspann ein letztes Mal, bis wir uns dann wiedersehen in der Kanto-Region zur nächsten Folge von Pokémon Fatalock. Macht's gut.